Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Divine Divinity. Auf der Leiche von Balin beginnen wir heute unsere Folge. Das war so das, was wir das letzte Mal noch gemacht haben. Da haben wir Balin, den Schuft, getötet. Und wollten jetzt weiter im Abendviertel rumgucken und dann auch nochmal in das Gasthaus zum Plan Eber. Hi Dorian, du siehst auch wichtig aus. Du hast einen Namen. Du kriegst auf jeden Fall einen Besen. Hier. Was ist Almosen? Da. Wir können den Herzog halten. Wir werden jetzt nächstes Mal auf Wiedersehen. 5. Kann ich die wieder zurückhandeln? Nein, leider nicht. Wiedersehen. Gleich mit Wasserkrug und so. Ah ja, Moment. Hier ist das mit den... Hier gibt's ein Problem. Cat, das sieht ja aus, als hätte hier ein stümperhafter Fleischer sein Werk verrichtet. Nun, dies scheint der Ort zu sein, an dem die gestohlenen Kühe gelandet sind. Jetzt lasst uns den Eigentümer dieses Schuppens finden. Ist halt hungrig gewesen. Was sollen wir machen? Armes Schwein. Niedriger sogar. Das ist hier ein Fass mit einer Wand. Meinetwegen. So, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Habt ihr heute Weise gefunden, dass ihr der Kuhdieb seid? Beziehungsweise vorher, bevor du mir in das als Dieb beschuldigen, wollen wir ihn doch noch mal ein bisschen Fleisch kaufen. Hm? Verflucht sollte sein, dieser verwarnten Farmer die Kühe, weil ich sonst verhungert wäre. Ha, somit gesteht er also. Aber ich werde euch nicht verraten, aber ihr solltet euch lieber ein... Frauenruf, auf Wiedersehen. So, damit hätten wir es aber nicht gelöst. Um ihn verraten, kriegen wir dann weniger Ruf. Ich will ja gerne Aufgaben immer erfüllen. Reden wir mit dem Farmer. Müsste eigentlich. Die Wache macht es hier drin, okay. Das war doch. Ich glaube, da. Man nicht so, dass hier auf den Kühe und Schweine rumlaufen würden, die man stattdessen töten könnte, aber. Nicht mein Bier. Dorian, er wohnt in einer kleinen Oberfarm. Da kriegen wir mehr Erfahrung für. Erfüllt. Erfahrung und Gold. Das gefällt mir doch. Mhm. Ja, ich will erstmal das Abendviertel abschließen und dann gehe ich nochmal in die Taverne. Wahrscheinlich eh alle nichts zu erzählen. Haufen Soldaten hier. Der dürfte doch an sich nichts dagegen haben, dass wir hier den Besen mitnehmen. Ja. Also brauchen dann doch bald eine bessere Genesungszauber.
einen besseren. Maya. Du hast nichts. Ich habe für mich wohlhabend war. Okay. Furchtbare Geschichten. Magistrats annehmen. Meyers Ehre wiederherstellen. Habe ich einen Fall getroffen im Wohlstand und das ist auch ein Verdistis. Also das sind so die paar Quests, die uns nach Verdistis bringen. Na, da werde ich jetzt ihr die Sachen auch mal nicht klauen. Ausnahmsweise. Hallo? Das tat gut. Eine Bierflasche. Egal. Was man hat, hat man. Guten Tag, Dr. Elrath. Wie läuft eure Suche nach dem Mittel gegen die Pest? Schlecht. Ich habe noch nichts gefunden. Ich werde jetzt heimgehen und meine Forschungen fortsetzen. Doch, holt mich auf der Stelle, wenn die Zahl der Erkrankten stark zunimmt. Wie ihr wünscht, Doktor. Dieser Doktor spielt noch eine sehr wichtige Rolle. Oder, ja. An mehreren Quests sozusagen. Nicht nur das mit der Pest hier. Gut, also hier ist nämlich dieses, haben sie dieses Pestviertel, nennen sie es, abgesperrt. Man findet später auch ein Heilmittel. Jetzt nochmal genau alles ging, muss ich eventuell sogar nachlesen, weil das war ein bisschen... Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Gab es nicht irgendwo einen Schlüssel dazu? Fast sicher. Die Tür ist verschlossen. Sieht aus, als könntest du einen Besen gebrauchen. Diesen zum Beispiel. Fleisch. Doktor, da ist sonst niemand. Wo kann ich den Doktor finden? Okay. Klar. Ich dachte, es gab irgendwo einen Schlüssel. Dann gibt es auch Ratten und eine Katze, die ich gerne hätte. Könnt ihr jetzt ja einmal Schlösser knacken skillen und gucken, ob das eine reicht. Also einmal kann eh nicht schaden. Vorsicht! Zielt auf den Kopf und die Glieder. Die inneren Organe habe ich schon an Dr. Elrath verkauft. Dr. Elrath sozusagen. War das unfreiwillig? Also man hat mir vorhin in der Nähe der Eingangsarmhof scheine Edelstein zu finden. Dr. Elrath, ja? Gut, also dann haben wir das mit der Falle schon mal gelöst. Absägen. Ich dachte halt, hier gäbe es einen Schlüssel dafür. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Wir speichern mal. Wenn Schlosserknacken 1 reicht, dann machen wir das. Und wenn nicht, dann nicht. Wie wunderbar. Okay. Reicht. Okay, dann gehen wir hier rein. Dann gibt es hier Ratten, die man töten möchte. Mich jetzt vor allem interessiert sind natürlich die K
Katze hier. Wo ist die? Dass die mir nicht die Ratten killt. Im Haus. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Ratten. Die bringen alle Erfahrungspunkte. Dann hilft sich auch den Leuten hier, weniger Ratten zu haben. So. Jetzt kommen wir im Weg. Das draußen ist mein Skelett, was da so der grüne Punkt ist. Warte. So. Sieht nicht sehr gesund aus. Trank für Geldtrick finden. Alles klar. Flächen riechen komisch. Wer hat sie nur versteckt und warum? Das Beweismittel. Oh, hallo Sarah. Trank für Sarah finden. 3 Seuchenopfer sozusagen und später nur 2 Heiltränke. Dieses klassische Dilemma. Wie wir es auch schon in Alaroth hatten. 2 Kranke und 1 Heilstein. Aber auch hier gibt es wieder einen Weg, alle 3 zu heilen. Nicht ganz storymäßig korrekt, würde ich sagen. Also nicht ganz logisch per se. Ist ja noch eine Ratte im Haus. Einen Trank für Tibus finden. Das werden wir, wie gesagt, noch eine ganze Weile mit uns mitnehmen, aber das ist schon okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier das Viertel soweit erkundet und können jetzt nochmal zum Gasthaus gehen. Vielleicht hat Splinter auch ja wieder ein bisschen mehr Geld, dass wir ihm ein paar Sachen verkaufen können. Das wäre irgendwie nett. Ich fände es ja schön, wenn wir diesen Typen, den wir die ganzen unnützes Zeug für abertausende Goldstücke abgekauft haben, wenn wir in die das Geld wenigstens wieder zurückhandeln könnten, aber das geht leider nicht. Da hätten wir 2500 Gold zum Zurückhandeln. Das wäre echt gut gewesen. Jo, Splinter, was geht? 10 Gold, Mal wenigstens ein bisschen was, okay? Apfel. Hier nehme ich im Keller, gibt es glaube ich auch noch jede Menge Bier zum Klauen. Nicht recht im Sinne. Okay, Brot. Wie gesagt, diese ganze Alkohol hier, die ganzen Flaschen sind immer viel wert. Wir haben noch ein bisschen seinen eigenes Zeug auch wieder verkaufen. Gott, wiegt das alles. Wann ist das alles viel wert? Okay. Das müssen wir uns mal merken hier. Sieht sehr spannend aus da unten.
Da kommen wir erst hin, wenn wir einen Schlüssel haben. Das ist ein Diese anderes Tür Quest. Ist verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. So, und jetzt, Freund. Du hast zwei. Topf. Und noch ein Topf. Auf geht's. Nur was? Nee. Große Frage, was machen wir jetzt? Könnte man Fleisch essen, das würde helfen. Ja, wir könnten quasi hier, das würde dies auch diese Questline mit dem das Questline ein bisschen erweitern. Müssten noch aufpassen, wie gesagt, ich speichere vorher, dass wir nicht nochmal diesem Trommler begegnen. Aber sind wir echt noch zu schwach auf der Brust. Wobei, wir haben jetzt ja ein Skelettbeschwören mehr. Die sind stärker und eins mehr. Vielleicht schaffen wir das sogar. Lass mal probieren. Kriegen wir nicht in den Trommel. Okay. Echt eine fiese Socke. Nichts zu tun haben. So. Die kriegen ja ganz schön auf den Sack von uns, muss man mal sagen. Gut. Und ich hoffe, dass jetzt da nicht nochmal ein Traum. Okay, kann man hier irgendwie das. Ne, da ist noch so ein kleiner unkundeter Fleck, das gefällt mir immer nicht. Und gleich nochmal rein. Bitte? Okay. Das waren nicht wir, das waren Orks. Irgendwo in die Enge treiben.
Boah, Glück gehabt. Müssen wir mal Glück haben. Guck mal, da sind sogar noch Fässer, in denen was drin ist. Warte, aber nicht gründlich hier. Huf, haben wir einen Trommler wenigstens besiegt, dann können wir diesen Wald da fertig erkunden. Ist auch noch die Höhle, und die ist relativ wichtig. So, sehr gut, sehr gut. Huf. Gehen wir mal hier links außen rum, würde ich sagen. Da können wir noch am Fluss ein bisschen lang gucken, vielleicht noch ein paar Frösche erledigen. Ich sage, mit den Trollen können wir uns, glaube ich, noch nicht anlegen. Der Trollanführer ist ziemlich mächtig. Ja. Gut. Ja, jetzt haben wir hier den Fluss wenigstens schon mal erkundet. Jetzt haben wir schon gesehen, dass da eine Höhle ist, ne? Habt ihr, glaube ich, schon gesehen dort. Da wollen wir auch gleich hin. Vorher. Jetzt mal speichern, wir haben den Trommler besiegt. Einmal frei. Ausdauer ist hinüber. Dass wir da drum gerannt sind. So, jetzt aber. Ja, alles erkundet. Und bevor wir da reingehen, müssen wir natürlich auch nochmal speichern. Also solche Höhlen sind natürlich immer gefährlich. Weg, nicht kommen, rein, Meister böse werden. Tipp 6, wollen in das Mensch gehen. Weg, rosa Schwein, Meister strafen. Warum sagst du das? Nee, Meister, was immer. Goldschlüssel. Schlüsselbeim gefunden. Was sagt er? Ich habe einen Schlüsselbeim gefunden. Was soll dich Hugo erzählen? Ah ja, okay. Jetzt müssen wir erstmal zu Hugo zurück. Der Missernter. Der war auch irgendwo da, ne? War der nicht auch dort? Okay, und dann haben wir noch ein paar verschlossene Sachen da in der Taverne. Wäre die Frage auch, ob da der eine Erfahrungspunkt in Schloss knacken reicht. Schloss eröffnen still heißt das. Bisschen nett. Hugo. Wo war der denn? War der hier? Oh. Putz. Zeit 24. Putz kann Sachen abkaufen. Ich will einen Besen. So. Hier. Dann war er relativ weit oben, Hugo. Da müssen wir jetzt noch eine ganze Ecke laufen erstmal. Wenn da nicht ist, dann war er da irgendwo oben. In dem einem Haus da oben irgendwo. Hier, glaube ich. Er misst gerade einfach ein Ork. Wer kommt denn Ork dazu? Feine Schüsse bei dem. Der die Ernte vergisst. Erkennt ihn wieder? Nein, aber Frust rauszünden. Ist klar.
gefunden. Wo passt der Schlüssel? Und das wissen wir. Ich weiß es. Okay. Oh Gott. Fortsetzung folgt, ja. Haha. Einmal heilen wir noch irgendwie nicht. Ah, hier. Genau. Da haben wir nämlich aber doch voll ausdauern können, nach Süden rennen. Und ihr erinnert euch doch gerade in dem Keller von Splinter, ne? Da mit den Giftfässern und der verschlossenen Tür. Da müssen wir hin. Ich erinnere mich dann so schrittweise. Ich wüsste das jetzt nicht auf Anhieb, dass das so war. Aber jetzt, wo ich so nach und nach den Schlüssel wiederfinde, erinnere ich mich, wie das war. Da ging es rein irgendwo. Gab es auch dieser Schrank. Schauen wir mal, wo die verschlossene Truhe ist. Wenn wir die auch noch öffnen können, wäre natürlich auch super. Hier schafft man es leider nicht. Aber hier können wir zumindest das jetzt beseitigen. Das haben wir geschafft. So. Du hast zufälligerweise nicht schon wieder ein bisschen mehr Gold bekommen irgendwie. Nee. Alles klar. Wir sind nämlich auch bald wieder überladen hier. So. Das tat gut. Ist das. Was ist das? Noch mehr Giftfässer wie die, die ich in der Nähe der Orks und Tipsis gefunden habe. Der Schlüssel, den ich Tipsis gleich in der Matte passe, nützt uns sehr einer E-Ball. Besser. Ich befrage besser den Inhaber des Gasthauses, würde ich auch sagen. Splinter, was geht, Alter? Giftfässer in einem Keller. Voller Giftfässer. Ich verlange eine Erklärung. Nun, keine Giftfässer mehr. Oh, ihr müsst den Teil des Kellers Elra gemietet hat. Ich denke, er hat mit dem Gift versucht, ein Heilmittel zu finden. Wo kann ich diesen Dr. Elrad finden? Okay. Es sieht so aus, als hätte Dr. Elrad den Keller gemietet. Der Doktor wohnt im Händlerviertel von Flussheim. Da müssen wir hin. Das ist auch das Händlerviertel. Quarantänezone, Dr. Elrads und der Handelsbezirk. Also da kann man dann echt endlich sein Zeug auch loswerden. Bis dahin hatten wir immer noch ein bisschen Probleme. Frage, Kaserne der Armee. Jetzt in die Kaserne, da gibt es ja auch so viel Loot. Ich bin mir echt unschlüssig, was wir jetzt noch machen. Wir können ja trotzdem mal grob Richtung Gasthaus zum Zwergenbrot erstmal gehen. Das wäre vielleicht so oder so sinnvoll. Zur Kaserne würde ich jetzt erstmal noch nicht gehen. Weil da kann man auch noch jede Menge looten. Da gibt es eine ganze Waffenkammer, die man leer räumen kann. Und das ist ja so eine gewisse Sache. Identifizierungsstufe 2. Ja, wir werden dann heute, denke ich, zum Abschied nochmal hier gibt es was Interessantes. Ein Karren umgekippt. Fässer einfach berührt, kann es sein, dass man dran stirbt. Deswegen, wenn man das hier so liest. Warnung, in diesen Fässern befinden sich Tränke und waren echt mächtiges Magius Kista Lunus. Berührungsstrengst ist untersagt. Vorsichtig zurück. Ja. Pass mal auf. Was mich jetzt nochmal kurz interessiert, es gibt nur ein Skill. Hier. Stufe 16 auch, okay.
mit dem Gift ist okay. Warten wir kurz ab, bis wir das überlebt haben. Und die anderen machen auch noch Elementarschäden. Wahrscheinlich jeweils einen Schaden immer. Ein Schadentyp sozusagen. Irgendwie Erfahrung dafür bekommen, dass wir das überlebt haben. Finde ich gut. Oder haben uns Skelette jemanden getötet? Okay, dann müssen wir schneller heilen oder auch Heiltränke reinpumpen. Okay. So. Wenn man anhält, stoppt das den Schaden, wenn ich das richtig gesehen habe. Erst etwas ablegen. Ernsthaft? Gehen wir noch kurz das Gebiet hier frei, dann gehen wir nochmal zu den Händlern und versuchen noch ein bisschen, zu den Heilern meine ich, was zu verkaufen oder auch in die Truhe abzulegen. Und dann wäre unser nächstes Ziel dann doch entweder Gasthaus zum Zwergenbrot oder versuchen doch erstmal relativ schnell zu dem Händlerviertel zu kommen, damit wir endlich unsere Sachen loswerden können. Das hier haben wir zumindest ich muss erst etwas geschafft. So. Joram. Kannst du für mich was identifizieren? Gewandtheit. Gezielter Schuss. Okay. 400. Okay. Haben wir irgendwas Teures? Ich zum Beispiel. Kette, Schuhe, den Helm. Der Helm wiegt aber nicht so viel, oder? 20. Beide leeren Flaschen, noch 12. Let's go. Ja, das, wie gesagt, das wird dann besser. Unser Ziel ist dann die Händler in Flussheim da irgendwie zu erreichen. Da haben wir irgendwas Teures. Pfanne wäre noch gut. Nur noch einige Ale-Flaschen hier oben, meine Güte. Giftflasche. Ist eigentlich nur noch Fleisch. Genau. Zack. Verabschiede mich. Lanilor, was geht bei dir? Gregor war echt unser bester Händler und dann ist er gestorben. 119. Ja, das war es wahrscheinlich schon. Ja. Müssen wir noch ein bisschen was in die Truhe unten reinlegen. Und das uns vielleicht noch verwenden. Eine andere Truhe. 400. Guck mal, da können wir doch versuchen. Wir haben doch so einen Helm und alles Mögliche hier oben. Den hier. Ja, das
Sieht gut aus. Hier haben wir noch so einen Krams. Hexendude noch was in die Truhe legen und dann zurück. Wie gesagt, die Kaserne, das möchte ich auch erst machen, wenn ich beim Händlerviertel bin. Wie gesagt, da kann man auch nochmal eine ganze Waffenkammer ausräumen. Und das möchte ich auch gut verkaufen können. Ja, 300 noch was? Vielleicht nicht ganz. Guck an. Sehr gut. Also ne, wir haben trotzdem noch knapp 1000 Gewicht, die wir so rumtragen. Muss ich ja noch ein bisschen reduzieren. Die Truhe ist auch schon relativ voll, aber der Bogen wiegt zum Beispiel relativ viel. Äxte. Auch alle ziemlich viel. Das wiegt alles nicht so viel. Ja, die Ales und so, das wiegt alles relativ viel in Summe. Na, aber das kriegt man dann schon nach und nach auch verkauft. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Vielleicht machen wir dann so langsam Richtung Händlerviertel. Einfach jetzt mehr oder minder direkt. Ein bisschen währenddessen natürlich noch ein bisschen das Gebiet erkunden. Noch habe ich jetzt gespeichert. Es gibt noch so ein, zwei zufällige Encounters, die dann eventuell ein bisschen schwieriger sind. Müssen wir gucken. Ein bisschen an der Burg lang gehen, dass wir die schon mal die Grenze quasi da erkundet haben. So. Und du hast doch Geld. Geil. Du kriegst irgendwas Gutes angedreht. Kann ich für diesen Trank. Und dann nur diesen. Die leeren Flaschen. Und den Bulle Schnaps. Wie bitte? Ich habe keine Einladung. Wie kann ich Bock essen? Tatsächlich. Burgeisenfass betreten. Ja, das ist was ich möglichst lange versuche aufzuschieben, ehrlich gesagt. Und ich versage, du bist einen neuen persönlichen Leibwächter. Ja, das ist dann unseres, was wir machen irgendwann. So. Ich weiß nicht, ob wir heute das Händlerviertel erreichen. Da gibt es auch einiges zu tun wieder im Händlerviertel. Sowohl aufgabenmäßig als auch meine Lieblingsbeschäftigung diebesmäßig. So, hier direkt an der Burg gab es jetzt nichts. Sollten, okay. Reicht mir vielleicht sogar noch ein Level ab. Okay. Zumindest die Straße nach Norden anscheinend. Zur Zwergensiedlung. Südost. Keine Witze über Bärte. Da bei der Zwergensiedlung gibt es die Spruchschriftrolle, die Teleporterschriftrolle für die Zwerge. Ich weiß nicht, ob man die da wirklich bekommt oder ob man die sich erklaut sozusagen.
Was denn mit dir, Lois? Verzeiht mir Störungen, mein Name ist Caroline. Mit der Weinschienen. Ich habe einen kleinen Jungen gesehen, er muss hier irgendwo, er zieht immer los und macht Ärger. Der Turm Viertelfinsternis, hab noch nie von diesem Ort geruhigt. Werde nach dem Rechten sehen. Kein Problem. Höhle der Finsternis, Vampirhöhle. Jetzt sind wir gleich im Händlerviertel. Das wäre ziemlich nice. Und jetzt noch, da gibt es einen Schmied. Da gibt es einen Rüstungshändler. Bei dem Rüstungshändler können wir relativ viel klauen. Armer Bürger. Da ist die, ne? Okay. Das ist ein Haus von Dr. Elrath. Ich hoffe, Sie kommen bald. Besser sofort. Mir gehen bald sämtliche Vorräte aus. Ah, guck mal, der hat Geld. Hier. Reicher Dude, brauchst bestimmt jede Menge Schnaps. Beziehungsweise könnten wir dir auch mal die sowas hier andrehen. Das ist eine Katze. Da ist noch was. Zwei Ölflaschen noch. Let's go. Von wegen Orks im Süden und so weiter. Zum Leid, die Sören. Nehmen wir sie an. Fehlende Lieferung. Wo ist die Katze? Katze. Da. Hehe. Wir haben uns jetzt natürlich nicht mit den Leuten groß anlegen erstmal. Wie gesagt, einige Händler hier. Oder auch Häuser zum Ausrauben. So. Den Teller brauchen wir jetzt nicht. Was gibt's hier für Bücher? Magische Missgeschicke. Dietrich. Cool. Ein Haus weniger. Gehen wir nochmal ein bisschen außen rum auch. Platz. Hui. Waffenständer eigentlich. Okay. Stirb. Kartoffel. Bisschen rund ums Händlerviertel. Spaten. Das ist eine Baustelle. Geil, dass da auch Alkohol liegt. Klassisch oder so. Rolle. Müllschwein. Ich würde sagen, das eigentliche Händlerviertel erkunden wir das nächste Mal. Ich will jetzt erstmal hier das grobe Gebiet abchecken. Dass ich mich dann sicher fühlen kann, sozusagen. Etwas mehr. Und dann hier so vielleicht.
hier ist ein Haus noch. Ha. Da gucken wir noch mal kurz rein. Wie wunderbar. Eine Flasche. Okay, hier gibt es ein Manuskript. Gib Silvia. Romeo. Oh, Romeo und Julia. Meine Güte. Kettenbeinschienen. Heilung und Gold mit. Oh. Level ab oder was? Wäre lustig. Auf den letzten Metern. Okay. Dann sind wir wieder an der Straße. Gut, aber das ist doch ein guter Punkt aufzuhören. Das Händlerviertel, um das kümmern wir uns dann nächste Woche. Da gibt es einiges zu erledigen, ein paar Aufgaben zu erfüllen und vor allen Dingen Sachen zu verkaufen. Das wird dann auch was, was wir nächste Woche dann viel machen werden. Gut, an der Stelle erstmal wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!